Diese Hütte soll weg. Es ist die Hütte der Waldjugend Kelkheim. Die Hütte ist alt, hat ausgedient und deshalb wird sie heute schon mal leergeräumt. Nicht nur die Waldjugend packt fleißig mit an, sondern auch ihre Gruppenleiter wie Franziska Pitz und Hans-Jörg Nordmeier vom Förderverein. Dass die Hütte wegkommt, bedeutet jedoch nicht, dass die Waldjugend verschwindet. Ja, die Waldjugend Kelkheim besteht seit über 40 Jahren und inzwischen sind es über 100 Kinder und Jugendliche, die hier waldpädagogische Arbeit machen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eine neue Hütte zu bauen, die entsprechend Platzbedarf hat, sodass man parallel Gruppenstunde machen können, zum einen. Zum anderen soll die neue Hütte auch eine Möglichkeit bieten, unsere naturkundliche Ausstellung zu umfassen, dass wir die dort entsprechend aufstellen können, dass wir sie optimal nutzen können für die Waldpädagogik, für die Öffentlichkeit auch. Es sammelt sich viel an im Laufe der Jahre. Und man kann es mal so sagen, die alte Hütte platzt aus allen Nähten. Deshalb hat sich der Förderverein der Waldjugend Kelkheim bei der Umweltlotterie genau beworben, um etwas finanzielle Unterstützung für die neue Hütte zu erhalten. Und so soll sie in Zukunft aussehen, modern und eben mit viel mehr Platz. Das ist ein Entwurf. Man sieht auch ungefähr, dass das in Holzbauweise mit ökologischen Baustoffen hergestellt werden soll. Einfach, ja, wir sind die Waldjugend. Wenn wir hier eine neue Hütte bauen, dann soll das Ganze auch nachhaltig sein und ökologisch wertvoll. Im Oktober beginnen die Abrissarbeiten. Trotz der Räumaktion wird weiterhin den Kindern Wissen vermittelt. Waldpädagogik, Natur- und Umweltschutz. Welche Tiere leben im Wald, welche leben im Wasser? Es geht darum, die Zusammenhänge zu erklären zwischen Mensch, Natur und den Tieren. Also die echten Tiere gefallen mir eigentlich viel besser. Sie leben halt, sie haben ihre Freiheit, nur wir Menschen. Wir machen ihre Umgebung kaputt. Wir bauen uns die Häuser, wir nehmen ihnen ihren Platz weg. In Afrika, da sterben auch so langsam schon die Orang-Utans aus. Die Waldjugend in Kelkheim ist ein tolles Projekt. Kinder finden hier neue Freunde. Nachmittags und abends treffen sie sich im Wald zum Spielen und gehen dabei auf Entdeckungsreise. Hier sind auch viele Tiere, die man auch mal sehen kann. Im Wald sieht man ja fast nur Tiere, Spuren und Sachen, die sie hinterlassen. Ach, wäre die neue Hütte nur schon längst da. Bis die alte abgerissen und eine neue gebaut ist, dauert es ja eine Weile. Bei dem Sommerwetter zurzeit ist draußen sein ja immer schön, aber im Winter? Die Gruppenstunden finden bei schlechtem Wetter als auch in den Wintermonaten hier statt. Und in so einer Gruppe kommen 10, 15 bis zu 20 Kinder. Wenn man darüber hinaus mal vielleicht mit zwei Gruppen was gemeinsam machen will, dann ist es einfach zu klein. Um finanzielle Unterstützung für eine neue Hütte der Kelkheimer Waldjugend zu erhalten, wurde das Projekt bei der Umweltlotterie genau eingereicht. Jetzt braucht die Waldjugend nur eben ganz viel Glück.